US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Corona-Diagnose auf Anraten seiner Ärzte zur stationären Behandlung in ein Militärkrankenhaus begeben. Trump werde sich einige Tage vorsorglich im Walter Reed Military Medical Center in Bethesda aufhalten und von dort seine Amtsgeschäfte führen, teilte das Weiße Haus mit. Am Freitag waren Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf Covid-19 getestet worden. Ich möchte allen für die enorme Unterstützung danken. Ich gehe ins Walter Reed Krankenhaus. Ich glaube, es geht mir gut, aber wir wollen sicher gehen, dass alles klappt. Der First Lady geht es sehr gut. Ich danke Ihnen vielmals. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde es nie vergessen. Vielen Dank. Bei Trump hatten sich kurz nach Bekanntwerden der Diagnose leichte Krankheitssymptome eingestellt. Der Stabschef des Weißen Hauses betonte, er gehe von einer schnellen Erholung Trumps aus. Die Corona-Tests des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und seiner Ehefrau fielen negativ aus. Er wünschte dem Amtsinhaber gute Besserung und erinnerte daran, Maske zu tragen.